Renten sinken ab Januar 2024. Warum ist das so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir bekommen aktuell ganz viele Anfragen auf Rentenbescheid24.de rein. Und zwar geht es um die Frage, oder viele Rentenempfänger sind verärgert und schreiben uns und teilen uns mit, dass deren Renten rückwirkend zum 1. Januar 2024 gesunken sind. Sie haben neue Rentenbescheide bekommen und die Deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger hat da mitgeteilt, dass die Renten sinken. So zum Beispiel eine Mail, die wir erhalten haben vom 14. Januar 2024, sinngemäß, ich erhalte ab Januar 2024 netto weniger ausgezahlt als noch im Dezember 2023. Ich bekam am 13. Januar per Post einen neuen Rentenbescheid und staunte nicht schlecht, weil ich weniger Rente ausgezahlt bekomme. Ja, solche Mails bekommen wir und hier in diesem Fall ging es sogar um fast 40 Euro monatlich netto weniger Rente. Und der Kunde oder die Kundin fragt natürlich an, warum ist das so? Muss ich jetzt gegen den Bescheid Widerspruch einlegen und so weiter und so fort. Viele verstehen es ja auch leider nicht und die Rentenbescheide sind auch nicht wirklich lesbar für die meisten von Ihnen oder auch manchmal auch von uns. Und da ist es immer schwer verständlich, was da eigentlich passiert ist. Man sollte sich vielleicht die Rentenbescheide bei der letzten Rentenerhöhung vom 1.7.2023 zur Hand nehmen und dann den neuen Rentenbescheid, den jetzt viele von Ihnen bekommen haben, wo es da weniger Rente gibt. Und offensichtlich ist es so, dass der Grundrentenzuschlag, das ist die Ursache dessen, bei vielen von Ihnen gekürzt wird, und zwar wegen Einkommensanrechnung. Am 1.1.2024 ist der Stichtag, wie jedes Jahr bei der Grundrente, Anrechnung neues Einkommen an den Grundrentenzuschlag. Das heißt also, Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr, aus dem Jahr 2022, wird dann an den Grundrentenzuschlag, der bei knapp 1 Million, 1,5 Millionen, so genau Zahlen kenne ich da auch nicht, ausgewiesen ist, angerechnet oder neu berechnet. Und das führt dann oft dazu, dass hier entsprechende Renten monatlich gekürzt werden, weil höheres Einkommen angerechnet wird. Das ist das Problem, worum es hier in der Hauptsache im Kern geht. Es kann natürlich auch sein, aber das würden niemals 40 Euro ausmachen, dass eventuell schon wegen der Erhöhung der Zusatzbeiträge in den Krankenkassen hier entsprechende Netto-Rentenkürzungen vorgenommen werden. Das betrifft ja dann nicht nur 1 Million Rentnerinnen und Rentner, sondern viel, viel mehr. Aber die meisten von Ihnen, die rückwirkend zum 1. Januar 2024 die Rentenkürzung bekommen haben, da geht es in der Regel um die Einkommensanrechnung an die Grundrente. Falls Sie damit nicht klarkommen oder Sie sagen, das kann doch nicht alles wahr sein, ich würde an Ihrer Stelle, also ich würde es machen, Widerspruch gegen den Rentenbescheid einlegen und das bitte sauber prüfen lassen. Gehen Sie bitte mit dem Rentenbescheid zu Ihrer Rentenversicherung oder zu einem Rentenberater vor Ort und lassen Sie sich das bitte in Ruhe erklären, was da genau passiert ist. Viele von Ihnen, das habe ich ja eingangs schon gesagt, kommen mit den Rentenbescheiden und mit dem, was da drin steht, überhaupt nicht klar. Also, denken Sie bitte dran, oder ich habe es Ihnen jetzt erklärt, es kann daran liegen, dass hier wegen der neuen Einkommensanrechnung Grundrente zum Stichtag 1.1.2024 die Renten gekürzt werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.